go where my research takes me. Hello, little spirit. Warum ist sie ein Hase? Warum hat sie ein Hasendingensbüschel? So few see the world as I do. What is this movement? What is this? This is field research. Sie wird unsichtbar. Ja, warum nicht? The fuck is this? Aber ich liebe es, wenn der World War played wird. Okay, back to work. The spirits here still need me. Okay, no joke, Chat, an all die gerade anwesend sind. Gebt jetzt das Datum ein, an dem ihr glaubt, an dem Riot Games ein Playboy-Skin für sie rausbringt. Sowas wie Battle Bunny Riven. Aber was ist sie denn überhaupt? Sie ist so ein Hase? Slash Frau mit natürlich Thigh-Highs an, dann so einer Brille und so roten Wangen auf Cute-Basis. Und sie hat irgendein Pokémon dabei. Scheiße, aber wir gucken einfach ihr Fähigkeiten-Video. Das ist ihr erstes Pokémon. Das ist ihr zweites Pokémon. Da sind ganz viele Pokémon. So eine Ratte ist jetzt gespawnt. Twofold Hex. Fire a blast of cursed energy in a direction, dealing magic damage to enemies hit and marking them with spirit energy. Recast and the curse, drawing back the spirit energy to herself, dealing magic damage. Einfach ein Skillshot geradeaus, kommt zurückgeflogen. Aber das ist ja dumm. Warum musst du es recasten, wenn es eh immer trifft? Ey, der ist ja, du bist ja markiert, du kannst dich ja nicht wehren. Wie der Sandor in dem Video gerade eben. Und wir kriegen sogar ein Gameplay-Beispiel. Huh? Across the veil, hop in the direction upon landing, enter the spirit mode, becoming invisible and entering spirit mode for several seconds. Aber was genau ist denn spirit mode? Einfach nur wirklich dieser movement speed von Passive und Heilung, ja? Takedowns and enchantments reset the cooldown of this ability. Ja, na klar. Riot said you can hop over small walls of this ability. Also es ist basically, wenn Shaco in 2024 rausgekommen wäre, wäre das seine Q gewesen. Wann genau wird sie unsichtbar? Vor dem Hop oder wenn sie ankommt? Also kann man sie quasi hoppen sehen und dann wird sie unsichtbar oder hoppt sie unsichtbar? Das will ich kurz nachsehen. Ja, man sieht sie hoppen. Ja, der Jump ist echt klein, fairerweise, ne? Ja, man sieht sie hoppen. Okay, ist nicht, dann ist es schlechter, Shaco. The Weirding. Ja, du bist auch wirklich weird. Send out a blast of spirit magic, dealing magic damage in an area and slowing them. Aura will hop backwards, slightly on cast. Quinn E. Riot said you can hop over walls using this ability. Also, Quinn E. jemanden? Ah ne, sie macht mehr so Graves Ult jemanden. Also ein extrem mobiler Mage, ja? Ich glaube, es gab es noch nie. Gibt es so einen mobilen Mage? Sie ist ja wirklich auch, sieht nicht tanky aus, aber sie hält sich mit Passive. Stand on a pulse of spirit energy that deals magic damage and slows enemies. The area merges with the spirit realm, granting Aurora an empowered spirit mode and allowing her to travel from one end to the other. Enemies who try to cross the threshold will take magic damage, be slowed and be pushed back towards the center of the area. Warte, was? Sie muss einfach dagegen laufen. Ach so. Das hat sie noch, also sie hat diese Mobilität zusätzlich zu W und E. Und die W resettet ja bei Kills. Also einfach nicht dagegen laufen, wenn du nicht dumm bist. Also das ist ein bisschen bessere Camille-Ult scheinbar. Bei Camille kannst du gegenlaufen, passiert da nichts, bei ihm passiert etwas. Okay. Jetzt hoppt sie rüber mit W hier, oder? Ne, sie ultet direkt. Sie ultet, läuft gegen... Ach, lass einfach laufen. Sie läuft gegen die Wand und portet sich rüber. Das ist eigentlich keiner cool, die Mechanik. Das ist schon wild. Aber stell dir mal so ein Spieler wie Caps auf diesem Champion vor. Das könnte so coole Outplays geben. Boah. Aber kein Stress, die W resettet gleich. Sie hätten nicht W gecastet davor. Wenn sie W gecastet, wäre es geresettet. Digga. Würde jetzt nicht direkt schreien, komplett unbalanced oder so, aber sieht auf jeden Fall sehr, sehr wild aus. Also, ist ein Champion, den wir auf jeden Fall kennenlernen werden müssen. In Pro-Player und in Solo-Queue. Denn allein durch die hohe Mobilität und sowas ist halt, also du spielst sie halt, right? Sie sieht halt einfach sehr interessant aus. Sehr, sehr interessant aus, mal selbst zu spielen. Alter, oh, ah, es tut mir leid. Es tut mir so leid, Barry. Barry, es tut mir so leid. Ich habe Chat gelesen. Okay, nein, ich gatekeep ihn. Okay, wenn wir trotzdem gewinnen, 5 Subgifts an Barry. Wenn er streamt, weiß ich nicht.
Ja, also wir haben vielleicht einen kleinen Item-Defizit hier, ne? Also, ich sollte nicht Flash wasten. Wir hätten sogar gut spellt und alles, aber... Ja, wir haben halt kein Item. Ja, jemand hat hier kein Item gekauft. Ich weiß nicht, wer es war, aber die Person stinkt. Nice try, my bad. Tadde des Teams. Machen wir auch noch Damage oder erst nächste Runde? Ja, der flashen können, I guess. Return. Ja, ich glaube fast, es wäre klüger, Barry tötet den alleine, damit er nicht permanent an mir live sehen kann. Ich finde es so disgusting an dem Game-Modus, dass das Frühsterben gar nicht schlecht ist, aber ich glaube, Barry hat das. Ich meine, der Warwick carried halt die Early Game-Runde. Vielleicht kann Barry mich wiederbleiben, though. Wenn das. Oh, ja. Ja, Barry the Chicken! Mama, my! Barry! Oh, Barry, du bist der gegoateste Spieler, den ich je gesehen habe. Du bist der gegoateste Spieler auf dem Planeten, Barry. Oh, alles ist kacke, Barry. Es ist alles kacke. Nichts ergibt Sinn. I guess Darksteel Talons oder Mirage Blade. Ich glaube, ich gehe 1 zu Mad Dash. Das ist aber alles blöd. Bam, nein. Oh, ja, das war gar nicht so bad. Oh, da ist wieder der General Erdbeere. Wenn wir die südliche Barry? Einfach zweimal Ults. Wir machen den ganzen Honeypoots. Ich bin Barry. Diese Welt ist zu schlecht für Barry. Aftershock Glacial Augment. Das ist eigentlich ziemlich geil auf mir, I think. Ich jump rein, ich wirf die, ja, und peng. Aftershock Glacial, vielleicht okay. Komm, einpacken. Noch ein Reload gehabt. Ich glaube, bei Cube, bei der Celdi, du fällst halt auf irgendwas rauf. Egal, was ist. Opportunity wäre okay, Edge of Night wäre okay, Serpents wäre okay, Yugumus ist okay. Spielt also nicht mehr wirklich eine Rolle, was ich hätte. Wir
gecancelt. Wann löst es jedes Mal Aftershock aus? Warum kann er gerade zweimal schlecht laufen oder was? Dann mal Sonjas? Okay, er ist so okay. Er kann mich wiederbeleben. Echt, die kann er doch? Barry muss mich jetzt wiederbeleben. Es ist now or never. Es ist now or never, Barry. Was war jetzt mein Fall? Das ist OP? Okay? Ich die Q nicht misse. Barry ist fucking goated. Der Typ ist crazy. Der Typ ist einfach, er ist just that good. Gut, wer ist jetzt bei dem 500 AD? Ja, eigentlich Standard Skies auch decent auf Artrock so oder so. Können wir auch kaufen. Aber vielleicht ist es auch besser, dann auf Kushat zu gehen oder Ranked. Sieht doch gefährlich aus. Also ich Standard Sky plus Prismatic. Komm, wir rollen Prismatic. Brawler's Claw zum Beispiel, das ist krass. Das Sinner geht ganz gut mit uns, nehmen wir mit. Und dann gehen wir jetzt eigentlich noch Standard Sky. Wollen wir rüber, Barry? Ich hab keinen Bock mehr. Boah, das war jetzt auch crazy good time. Nice. Set, hit ihn, Set. Alles davon ist keiner Kacke. Also nicht Kacke, aber es ist auch nicht crazy. Also ich kann alles nicht benutzen, deswegen ist es obviously nie falsch zu nehmen. Aber ist es das Beste? That's another question. Er war ein Klick und ein Klick bei das Bad. Shit. Damit auch die Runde ist free, wenn wir Barry haben. Aber der Malphite ist schon ein harter Vogel, du. Da ist jemand geflasht. Der Arme. But can he fucking die? Danke, Jin. Habe ich, Barry, habe ich. Ich hab uns, Barry. Let's go! Big! GG. Ich weiß nicht, wer Barry war im Chat, aber wir sind alle Barry. Ich bin Barry, du bist Barry, wir sind alle Barry the goddamn chicken. Wir sind mit dreimal in Folge Erster geworden. Ich meine, er ist Arena Main, so viel Ahnung wer hatte. Er spielt die ganze Zeit Arena, er spielt seine Ramos. Auf Full AP. Ah ja, das war cracked. Ach, das war wirklich cracked.